Narrentag 2020 in Überlingen. Tausende Besucher säumen die Straßen. Das Treffen des Viererbunds mit den Zünften aus Elzach, Oberndorf, Rottweil und Überlingen findet bereits seit mehr als 60 Jahren statt. Oberndorf macht den Anfang des großen Umzugs, da die Zunft den nächsten Narrentag 2024 ausrichten wird. Der Hansel ist mit seinem roten Schirmchen gut erkennbar. Der Narro verteilt Brezeln, die er auf einer Stange dabei hat. Das Oberndorfer Schandle hat Orangen dabei. Weiter geht's mit Elzach. Dominierende Narrengestalt der Elzacher Fasnet ist der Schuttig. Er hat einen roten Zottelanzug mit Strohhut und daran befestigte Schneckenhäuser. Der Rägemolli trägt einen bemalten Anzug. Er hat eine Peitsche oder einen Besen. Traditionell ist er mit Mond und Sternen, Eule und Fledermaus bemalt. Rottweil ist als dritte Zunft dran. Die Rottweiler Figuren laufen nicht in einer bestimmten Reihenfolge, sondern in einem bunten Durcheinander. Der Federhannes treibt mit seinem Sprungstecken Unfug. Das Fransenkleidle hat hellklingende Glöckchen und bunte Wollfransen. Das Biss hat einen Fuchsschwanz und 8 Glockenriemen. Zu guter Letzt kommt der Gastgeber, der Überlinger Hänsele. Sein Narrenhäs besteht aus einer Kappe mit einem Rotfuchsschwanz und einem Anzug aus Leinen. Auf die Leinen sind bunte Filzplätzchen aufgenäht.